Hast du einen Firmenwagen und ein elektronisches Fahrtenbuch? Wenn ja, dann gibt es ein paar Fehler, die ich ehrlicherweise ganz, ganz häufig sehe. Und vor wenigen Wochen, Monaten, gab es ein Gerichtsurteil vom Finanzgericht Düsseldorf, das genau diese Fehler betrachtet. Und deswegen dachte ich mir, wir schauen uns in diesem Video einfach mal genau die Fehler an und was wir alle aus diesem Urteil lernen können. Kennst du schon den teuersten Fehler, den du beim Fahrtenbuch machen kannst? Kein Fahrtenbuch zu machen. Tatsächlich ist die 1%-Methode in der Regel deutlich teurer und viele Selbstständige könnten tausende Euro Steuern pro Jahr sparen, wenn sie ein Fahrtenbuch führen. Und ich verstehe es absolut, dass die Leute keinen Bock auf dieses Ding haben. Das ist nervig, das ist aufwendig, das ist fehleranfällig und in der Betriebsprüfung kriegt man ständig Ärger mit dem Betriebsprüfer. Also führe doch ein elektronisches Fahrtenbuch, zum Beispiel das von Wimka. Dieses elektronische Fahrtenbuch führt sich quasi wie von allein. Es ist rechtskonform, es hält sich an die deutschen Steuergesetze und du sparst tatsächlich Geld. Und wenn du genau wissen möchtest, wie viel Geld du mit einem Fahrtenbuch sparen kannst, dann klick mal unten in der Videobeschreibung auf den ersten Link und lass es einmal testen. In dem Gerichtsverfahren ging es um einen Steuerpflichtigen, der einen Firmenwagen hatte. Aber das Auto hat er auch privat benutzt. Und um diesen privaten Nutzungsanteil zu ermitteln, kann man standardmäßig die 1%-Methode wählen oder die Fahrtenbuchmethode. Bei der Fahrtenbuchmethode müssen dann alle Fahrten aufgeschrieben werden. Also sowohl die betrieblichen Fahrten als auch die privaten Fahrten. Und so kann man die prozentuale private Nutzung berechnen und muss dann quasi für die private Nutzung Steuern bezahlen. Und das hat dieser Steuerpflichtige auch gemacht. Der hat ein elektronisches Fahrtenbuch verwendet, um das zu ermitteln. Das Finanzamt war aber tatsächlich mit der Art und Weise, wie er dieses Fahrtenbuch geführt hat, nicht einverstanden. Das heißt, in der Betriebsprüfung ist dann aufgefallen, das Finanzamt ist damit nicht einverstanden, hat gesagt, wir glauben diesem Fahrtenbuch einfach nicht mehr. Wir wenden jetzt stattdessen die 1%-Methode an. Das ist nämlich auch genau das, was das Finanzamt macht, wenn man das eigene Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß führt. Und da die 1%-Methode in der Regel teurer ist als das Fahrtenbuch, das heißt, da wird einfach ein höherer Wert angesetzt und das führt zu mehr Steuern. Führte das Ganze dazu, dass das Finanzamt einfach eine höhere Steuerforderung hat. Und jetzt der Steuerpflichtige hat gesagt, nee, das sieht er nicht ein, der hat alles richtig gemacht und deswegen hat sich dieser Steuerpflichtige und das Finanzamt vorm Finanzgericht in Düsseldorf getroffen. Und was ist eigentlich genau passiert? Also was kritisiert das Finanzamt hier eigentlich? Der Steuerpflichtige hat das Auto genommen und dann saß der im Auto und musste irgendwie das Fahrtenbuch führen. Das Problem ist, das war ein Fahrtenbuch, was man in erster Linie so an einem Computer gut bedienen kann. Und deswegen hat er sich die Fahrten einmal auf so einen Zettel geschrieben, so auf einen Post-it beispielsweise. Hat diese ganzen Zettel, diese ganzen Notizen gesammelt und dann hat er sich einmal im Monat, also die Frequenz war so alle 3 bis 6 Wochen, hat er sich dann hingesetzt an seinen Computer, immer dann, wenn er die Buchhaltung gemacht hat und hat diese ganzen Fahrten einfach eingetragen in das elektronische Fahrtenbuch. Und die Zettel hat er dann, nachdem er das eingetragen hat in das elektronische Fahrtenbuch, vernichtet. Und damit hat er gesagt, ich habe ja ein elektronisches Fahrtenbuch geführt. Das Problem, dass das Finanzamt mit dieser Art und Weise ein Fahrtenbuch zu führen hatte, war, dass gesetzlich vorgeschrieben ein Fahrtenbuch zeitnah geführt werden muss. Und hier stellt sich die Frage, was ist eigentlich genau das Fahrtenbuch? Sind das die Zettel, wo der Mandant die Fahrten aufgeschrieben hat, oder ist es quasi die elektronische Form? Und da der Steuerpflichtige diese Zettel immer weggeworfen hat, war quasi das elektronische Fahrtenbuch, was er denn am Schreibtisch geführt hat, das elektronische Fahrtenbuch. Diese Fahrten hat er da aber erst nach 3 bis 6 Wochen eingetragen. Und da hat das Finanzamt gesagt, das ist nicht zeitnah, das reicht nicht aus. Und es gibt auch noch einen anderen Aspekt, der bei einem Fahrtenbuch gegeben sein muss. Und das ist die Revisionssicherheit. Und zwar dürfen im Fahrtenbuch keine nachträglichen Änderungen vorgenommen werden. Jetzt ist es aber so, dass dieser Steuerpflichtige ja die Fahrten eingetragen hat und sie dann noch einmal übertragen hat. Und natürlich wäre es möglich, zwischendrin einfach Dinge zu ändern. Und unter Umständen würde man das ja gar nicht mehr sehen, weil die Zettel wurden weggeworfen und keiner weiß genau, ob er jetzt am Computer genau das eingetragen hat, was er vorher auf diesen Zettel geschrieben hat oder ob er vielleicht auf dem Zettel noch Dinge geändert hat. Das heißt, das Ganze war nicht gegeben. Denn es kann natürlich immer mal sein, dass Fehler auftreten. Und wie geht man denn damit um, wenn man ja nichts mehr verändern darf? Man kann schon Einträge korrigieren, man muss aber den Verlauf dieser Einträge nachvollziehen können. Das heißt, wenn du einfach einen Fehler machst, weil du zum Beispiel für eine Fahrt 1000 Kilometer aufschreibst, es waren aber tatsächlich nur 100 Kilometer, dann musst du es ja irgendwie korrigieren können. Und solange du die Korrektur quasi nachvollziehen kannst, weil jetzt zum Beispiel einmal da steht 1000 Kilometer und dann machst du einmal eine Korrektur, also minus 1000 Kilometer und dann schreibst du anschließend die richtige Fahrt rein, dann hast du ja den Ursprung
ursprünglichen Eintrag nicht gelöscht oder verändert, sondern du hast einfach noch zwei zusätzliche Einträge hinzugefügt, die dazu führen, dass das Gesamtergebnis Fahrtenbuch wieder richtig ist. Änderungen müssen nachvollziehbar sein. Und das ist hier in dem Beispiel einfach nicht gegeben, weil keiner genau weiß, was ursprünglich auf diesen Zetteln stand und ob da nicht unter Umständen schon Dinge geändert worden sind oder ob nicht beim Eintragen in das Computersystem dann etwas anderes eingetragen wurde, als auf diesen Zetteln stand. Dummerweise hat übrigens auch die verwendete Software von dem Steuerpflichtigen noch nachträgliche Änderungen zugelassen. Das heißt, solange die Buchhaltung noch nicht abgeschlossen war, also festgeschrieben war, konnte man diese Einträge noch verändern. Und das ist natürlich auch softwareseitig ein Problem und führt dann dazu, dass man mit dieser Software kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch führen kann. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, weil ich es immer wieder höre und mitbekomme. Ich sehe ganz viele Leute, die tatsächlich mit Excel oder Google Spreadsheets und so weiter auch ein Fahrtenbuch führen. Das geht nicht, weil man genau das in Excel nicht abbilden kann. Ich kann in Excel einfach Felder löschen und neu schreiben und es gibt keinen Bearbeitungsverlauf in dem Sinne, wo ich zweifelsfrei jetzt das nachweisen kann. Deswegen ist automatisch ein elektronisches Fahrtenbuch mit Excel oder Google Spreadsheet nicht gesetzeskonform und wird dir verworfen werden. Deswegen brauchst du dir diese Arbeit gar nicht machen. Ein Fahrtenbuch mit Excel ist kein elektronisches Fahrtenbuch. Und mit dieser Situation und diesem Streitfall standen dann der Steuerpflichtige und das Finanzamt Ende November 2023 vor dem Finanzgericht Düsseldorf und die Richter haben tatsächlich dem Finanzamt Recht gegeben. Das bedeutet für uns alle, dass wir ganz dringend bei unserem elektronischen Fahrtenbuch auf ein paar Dinge achten müssen. Erstens, wir müssen dieses Fahrtenbuch tatsächlich zeitnah führen und zeitnah heißt sofort, also direkt, nicht irgendwie Tage, Wochen, irgendwie später. Zweitens, dieses Fahrtenbuch darf keine nachträglichen Änderungen zulassen. Das heißt, irgendwelche Zeilen löschen, zwischendrin mal Zettel wegwerfen, austauschen, umschreiben, das darf alles nicht gegeben sein. Was immer geht, ist, dass man das korrigieren kann. Aber dann muss man aber quasi den Visionsverlauf und diese Bearbeitung am Nachtrag auch noch nachvollziehen können. Und natürlich darf die Software, die für dieses Fahrtenbuch verwendet werden, das auch nicht technisch zulassen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Steuersoftware kann nahezu jeder bauen. Und diese Software kann inhaltlich, also technisch, tatsächlich gegen deutsches Recht verstoßen und man darf sie trotzdem verkaufen. Und man kann dummerweise dann auch diesen Softwarehersteller dafür nicht zur Rechenschaft ziehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Es ist deine Verantwortung, die richtige Software für sowas auszuwählen. Du kannst ein Fahrtenbuch, auch wenn ich es nicht empfehle, ja auch in Papier mit Zettel und so einem Büchlein führen. Das kannst du machen, dann muss es aber auch so ein Büchlein sein, wo sichergestellt ist, dass du nicht im Nachhinein einzelne Seiten austauscht, reintust und so weiter. Das heißt, das muss dann wirklich ein Büchlein sein und darf keine lose Blattsammlung oder Post-it-Sammlung sein. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ein großes Danke an den Partner für dieses Video und zwar Wimker. Das Wimker Fahrtenbuch führt die Fahrten tatsächlich zeitnah und zwar während man fährt. Per GPS werden da die Fahrten getrackt. Und natürlich werden auch regelmäßig Fahrtenbücher von Wimker vom Finanzamt überprüft und kontrolliert. Und da kannst du dir wirklich sicher sein, dass das Fahrtenbuch dem deutschen Recht entspricht. Das ist auch übrigens der Grund, warum Wimker ja immer wieder auch von Steuerberatern aktiv empfohlen wird und da auch Kooperationen hat in dem ganzen Bereich Steuerberatung. Weil Steuerberater wissen, dass wenn das Fahrtenbuch mit Wimker geführt worden ist, dass man sich dann darauf verlassen kann und dass man später in der Betriebsprüfung keinen Ärger bekommt. Wenn du zu den ganzen Themen Firmenwagen, Fahrtenbuch, elektronisches Fahrtenbuch oder Wimker noch Fragen hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt Wimker genauer anschauen möchtest, dann klick doch mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da findest du weitere Informationen zum Wimker Fahrtenbuch oder du klickst einfach hier oder du schaust jetzt einfach weitere Videos auf diesem Kanal. Da gibt es viele spannende Videos zu entdecken, auch über das ganze Thema Firmenwagen. Zum Beispiel das hier oder das hier.